Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Es ist zwar noch etwas hin, aber hier schon mal der Hinweis. Das Heeresmusikchor Neubrandenburg kommt nach Ludwigslust. Der Hintergrund: ein Benefizkonzert zugunsten der Tafel Ludwigslust. Das Konzert findet im Rahmen der Patenschaft der Stadt Ludwigslust mit dem Versorgungsbataillon 142 statt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Um 19 Uhr geht es in der Stadthalle Ludwigslust los. Ein Kunst-Speed-Dating erwartet Sie am 16. März in Rostock-Warnemünde. 7 Künstler in 7 verschiedenen Lokalen des Ostseebades und sie wechseln sich miteinander ab. Das heißt, die Zuschauer können ruhig sitzen bleiben, essen und trinken genießen und verpassen nichts. Die Warnemünder Theatertheken-Nacht beginnt um 19 Uhr. Infos gibt es beim Volkstheater Rostock. Swinging Lyrics. Das Programm von Stefan Schäl nimmt seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die Swing-Ära. Fly Me to the Moon oder One for My Baby. Zu den Songs präsentiert Stefan Schäl in der Güstrower Uwe Jonsson Bibliothek viele Anekdoten und Geschichten rund um den Swing. Karten gibt es im Vorverkauf in der Güstrow-Information oder direkt in der Uwe Jonsson Bibliothek. Beginn ist 19 Uhr. Jeder kennt mindestens einen Fips-Asmussen-Witz. Die Institution des Flachwitzes ist auf großer Tour. Der Vater aller Stand-Up-Comedians ist am 17. März im Kapitol Schwerin zu Gast und haut wieder einen nach dem anderen raus. Los geht die Witzparade um 20 Uhr. Am 15. März lädt das Best Western Seehotel Frankenhorst nahe Schwerin zum Hans-Frank-Abend ein. Der Schriftsteller aus Wittenburg, der 1964 in Schwerin verstarb, wird mit dieser Lesung geehrt. Auf dem Plan steht das Werk Mutafo von seinem treuen Freund Ehm Welk. Beginn des literarischen Abends ist um 18.30 Uhr. Es war eine Überraschung. Im Archiv des Deutschen Meeresmuseums Stralsund wurden beim Aufräumen 4 alte Holzkästen mit ca. 800 Glasplatten-Diapositiven im Format 6x9 aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Der Förderverein des Deutschen Museums Stralsund hat die Sicherung und das digitale Abfotografieren der Glasplatten in Auftrag gegeben. Zu sehen sind Grafiken, Bilder und Textfragmente zu maritimen Themen. Die Ausstellung dazu, Zustand und Vergänglichkeit, sehen Sie ab 15. März im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock. Langsam aber sicher zieht sich der Winter zurück und macht Platz für die nächste Jahreszeit. Für den Zoo in Schwerin beginnt somit auch die Vorbereitung für die neue Saison. Am 17. März um 10 Uhr werden fleißige Helfer zum Frühjahrsputz gesucht. Alle Teilnehmer erhalten nach dem Arbeitseinsatz freien Eintritt in den Zoo. Um mitzumachen, müssen Sie sich nur anmelden unter der Telefonnummer 0385 39 5510 oder per E-Mail unter info@zoo-schwerin.de. Wie wichtig die Gesundheit unseres Rückens ist, merkt man erst, wenn es schmerzt. Aus diesem Grund veranstaltet das Stolle Sanitätshaus im Gusanum in Schwerin den Tag der Rückengesundheit. Dort kann durch ein Verfahren die Wirbelsäule auf mögliche Fehlstellungen vermessen werden. Um sich anzumelden, schicken Sie eine E-Mail an event@stolle-ot.de. Sophie, ein Feigling? Möglicherweise. Martin, ein Feigling? Gut möglich. Paul, ein Feigling? Ganz bestimmt. Mit Trennung für Feiglinge zeigt das junge Staatstheater Parchim eine skurrile, mitreißende, vor allem aber grandios lustige Komödie. Die literarische Vorlage stammt aus der Feder des französischen Autors Clément Michel. Paul und Sophie sind ein glückliches Paar. Und was tut ein glückliches Paar? Es zieht zusammen, um noch glücklicher zu werden. Während für Sophie die Wolken immer rosaroter werden, ziehen sich für Paul Sturmwolken am Himmel zusammen. Kurz, er kann Sophie einfach nicht mehr ertragen. Verdammt! Weit kann's nicht mehr sein. Gott sei Dank regnet es nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Haben Sie ein Zimmer für uns? Klar, ist ja schließlich ein Hotel. Dieses Fossil hier ist der Knochen eines Dinosauriers. Der Finder dieses Knochens, Kurt Weiler. Falsch! Er ist ein Betrüger! Er hat den Knochen gestohlen und es gibt noch ein ganzes Tal! Hör gefälligst auf, solche Lügen zu verbreiten. Du bist Marty, richtig? Das Tal gibt es wirklich. Und wir werden es zusammen mit ihm finden. Jemand hat das Foto gestohlen. Was?
Was bedeutet das eigentlich? Dass alles gut wird. Um mit der Karte etwas anzufangen, muss der Typ zu den Zwillingsbrüdern. Hier. Wollt ihr die Tour machen? Dann müsst ihr euch hier eintragen. Das ist die letzte für dieses Jahr. Ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Hey! Einer von ihnen muss der Täter sein. In ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Pass auf! Auf keinen Fall mit Gewalt aufbrechen! Nusselig? Das Herz lügt nicht. Es hat seine eigene Sprache. Timmy ist unsere einzige Chance. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Ab 15. März im Kino. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.